Sehr geehrte Damen und Herren, schönen Abend bei Bene. Es freut mich, dass wir heute wieder einen Vortragenden aus dem Westen zu Gast haben. Er zählt zu den erfolgreichsten der jüngeren Vorarlberger Architektengeneration. Bernardo Bader, geboren 1974, betreibt seit 2003 sein Büro in Dornbirn mit aktuell 7 Mitarbeitern. Gestern hat er mir am Telefon gesagt, zwangsläufig wird er wachsen müssen. Also das deutet auf eine aktuell gute Auftragslage hin. Heute Abend wird er sich darauf beschränken, uns 4 seiner Bauten in seiner Heimat vorzustellen, darunter selbstverständlich der Islamische Friedhof in Altach, den manche von Ihnen vielleicht sogar im Original und wahrscheinlich alle aus Publikationen kennen. Bei seinem letzten Vortrag in diesen Räumlichkeiten vor 2 Jahren war er noch nicht vollendet. Daher liefert er hier quasi die Fortsetzung von vor 2 Jahren. Diese hierzulande rare Bauaufgabe hat er so überzeugend gelöst, dass er damit international allerhöchste Anerkennung bekommen hat, vom Piranesi Award über eine Nominierung beim Mies van der Rohe Preis bis zum Aga Khan Award und schließlich auch den ZV Bauherrenpreis 2013, wo es dann für uns natürlich eine Selbstverständlichkeit war, ihn zu sprechen über Architektur einzuladen und noch etliche weitere lokalere, kleinere Auszeichnungen. Ich glaube, 11 oder fast ein Dutzend oder ein ganzes Dutzend war es für den Friedhof. Längst baut Bernardo Bader nicht mehr nur in Vorarlberg. Derzeit sind in Tirol ein Gemeindezentrum für Steinberg am Rofern. Den Wettbewerb hat er im vergangenen Herbst gewonnen. In der benachbarten Schweiz werden in Bälde 2 Projekte realisiert, ein Mehrfamilienhaus in Appenzell und eine Wohnbebauung mit 50 Einheiten in Goldach bei St. Gallen, die aus einem Studienauftrag hervorgegangen ist. Und das prominenteste Projekt wahrscheinlich in Zagreb. Dort baut er im Auftrag der Republik Österreich das neue Residenzgebäude für die österreichische Botschaft, ebenfalls aus einem 2013 gewonnenen Wettbewerb hervorgegangen. Also 2013 war so das Jahr mit den meisten Preisen, den meisten Wettbewerbs oder sehr vielen Wettbewerbsgewinnen. Bei all dem findet er dann noch Zeit, Mitglied in Gestaltungsbeiräten zu sein, inzwischen was er war. Mittlerweile ist er noch in Andelsbuch im Gestaltungsbeirat und dann auch im Fachbeirat für raumrelevante Betrachtungen des Landes Vorarlberg. Und seit 2011 unterrichtet er am Institut für Architektur und Raumentwicklung an der Universität Liechtenstein und zu seiner Architektur subtil kommt ganz oft in Architekturkritiken vor, wenn von seinen Bauten die Rede ist, möchte ich ihn selber sprechen lassen. Schönen Abend, bitte Bernardo. Ja, ich wünsche einen schönen Abend. Franziska, herzlichen Dank für die einleitenden Worte. Ja, ich freue mich, dass ich schon wieder da bin. Mir scheint es noch gar nicht so lange. Ja. Vor circa 2 Jahren im Zuge von Architektur in Progress hatte ich das Vergnügen, auch hier über Architektur sprechen zu dürfen. Für mich persönlich ist es immer so eine Sache. Ich finde es zwei verschiedene Sachen, Architektur zu machen und über Architektur zu sprechen. Lieber ist mir Architektur zu machen, aber natürlich finde ich auch wichtig, über Architektur zu sprechen, sowas weiterzugeben. Aber wie gesagt, für mich sind die Sachen von der Gewichtung her unterschiedlich gelagert. Das ist vielleicht auch ein bisschen das Naturell des Vorarlbergers. Wir machen lieber, anstatt wir viel drüber reden. Aber ich versuche halt mein Bestes. Ich möchte den Vortrag so gestalten, das ist mir eigentlich schon immer selber ein Anliegen. Das geht mir selber so, wenn ich auf einen Werkvortrag oder auf einen Vortrag über Architektur gehe, mir eigentlich ein Stück Freizeit dafür nehme, möchte ich eigentlich immer nicht nur irgendwie 2, 3, 4 tolle Projekte mit möglichst schönen Fotos präsentiert bekommen, sondern mir ist eigentlich immer sehr wichtig, auch zu spüren, auch mitzukriegen, was ist das für eine Person dahinter. Und ja,
dass derjenige, wo vorne steht, doch ein bisschen, dass man ihm nicht nachher im Zuge der Fragen das alles herauslocken muss, sondern dass er schon einfach seine Persönlichkeit im Zuge des Vortrags etwas preisgibt. Und das ist mir eigentlich auch immer, wenn ich über Architektur spreche, ein großes Anliegen, eben nicht nur irgendwie ein paar Projekte zu zeigen, sondern auch stark, also unsere Haltung im Büro, ja, etwas publik zu machen oder etwas einfach darüber zu sprechen. Und so möchte ich ganz kurz am Anfang eben mit ein paar Gedanken und Statements einleiten und Ihnen danach vier Projekte zeigen. Das sind vier Projekte in Vorarlberg, von einem sehr kleinen Umbauprojekt zu einem Wohnhaus, ein Kindergarten und eben der angesprochene Friedhof. Aber ich glaube, dass diese Projekte sehr gut das widerspiegeln, auf dem wir jetzt seit 10 Jahren aufbauen und dass wir jetzt versuchen, auch ja, ein bisschen über Vorarlberg hinaus hinauszutragen. Ich zeige dieses Bild deshalb, einfach um irgendwie zu sagen, woher ich komme. Ich glaube, die meisten wissen das. Ja, ich komme aus Vorarlberg, aus dem Bregenzer Wald. Ich komme also vom Land und das ist mir sehr wichtig und auch gerade jetzt in dieser Phase sehr wichtig, einfach zu wissen, woher man kommt. Sprich auch zu wissen, was man eben kann, was man nicht kann, was man will und was man nicht will. Das ist mir eine ganz entscheidende Sache. Und ich finde eben sehr wichtig, mich hat eben die letzten 10 Jahre gerade diese Gegend, diese Orte, diese Menschen, die haben mich sehr geprägt. Und ich denke, dass genau diese Haltung, die ich mir dort angeeignet habe, nämlich die Haltung, vielleicht nicht immer so der Sensation auf den Fersen zu sein, dass das jetzt vielleicht auch, oder ich meine es mal zumindest, eine ganz eine gute und eine geeignete Haltung auch außerhalb von Vorarlberg ist. Und ja, das versuchen wir so. Dieses Bild zeige ich Ihnen deshalb. Erstens mag ich es wahnsinnig gern, ich werde nachher noch erklären, warum. Und das sind so Begrifflichkeiten, die mich einfach immer wieder beschäftigen. Das ist so ein dauerhafter Prozess, dass ich mich bei Spaziergängen einfach mit Orten, mit Menschen, mit Situationen auseinandersetze. Ich würde das gern so unter den Titel stellen, Alltägliches, Notwendiges, Überflüssiges. Das sind so Begriffe, die mich immer wieder beschäftigen. Was heißt das Alltägliches? Ich finde, es gibt einen großen Unterschied zwischen Banalem, dem scheinbar Banalen und dem Alltäglichen. Und für mich ist gerade in dem Prozess, Architektur zu machen, eigentlich immer sehr, sehr wichtig, nicht aus irgendwelchen Gründen zu viel zu machen, also Überflüssiges zu machen oder auf der anderen Seite zu wenig zu machen aus einem sich selbst auferlegten Minimalismus-Gedanken, sondern eben dieser Titel der Angemessenheit. Das erscheint mir eigentlich ganz wichtig und ich versuche nach Möglichkeit, wenn es mir gelingt, ganz einfach angemessen zu reagieren. Und ich meine, diese Situation, wie man sie hier sieht, das ist für mich eine angemessene Situation. Das ist nämlich ein Eingang und ein Eingang ist für mich, ich möchte es halt an diesem Beispiel jetzt eigentlich zeigen, weil ich kann mich auch noch zu gut erinnern, als mir meine Lehrmeister eben, darunter war zum Beispiel an Josef Lackner in Innsbruck oder an Ernst Hirsmeier, die genau mit solchen Beispielen eigentlich uns damals gesagt haben oder versucht haben zu vermitteln, was eben Angemessenheit ist. Und ein Eingang ist eben kein Loch in der Fassade, möglichst bündig, wo es halt irgendwo reingeht, sondern ein Eingang könnte zum Beispiel ausschauen wie dieser hier. Und der ist wahrscheinlich nicht vom Architekten gemacht, aber ist unglaublich gut. Warum? Man kommt hierher, ich kenne dieses Wohnhaus, bin auch schon drinnen gewesen, ist eine sehr schöne Situation, man kommt hierher, wird umgelenkt, geht sehr diskret hier die Stufen hinauf, hier in die Wohnräume hinein. Beim Vorbeigehen gibt es hier eben noch diesen Tisch, wo man sitzen kann. Das Ganze ist wettergeschützt. Hier findet, das ist eine wunderschöne Verbindung für mich zwischen innen und außen, es findet
Nachbarschaft statt. Da passiert so viel, also ganz viel mehr, wie eben wie man da mal Eingang eigentlich zutrauen würde. Und um das geht es mir eigentlich immer, dass man irgendwie versucht, wenn man eine Bauaufgabe herangeht, so wie schafft man das, wenn ich von Angemessenheit rede, so unvoreingenommen an eine Bauaufgabe heranzugehen. Und für mich ist immer sehr zentral, wie schaffe ich es, so den Dialog zwischen Ort und Mensch zu gestalten, um eben mich einem Entwurf zu nähern. Und es sind eben diese zwei Bausteine, das sind so die klassischen Dinge, glaube ich, in der Architektur, der sich zwangsläufig jeder Architekt bedient. Es ist natürlich immer eine Frage, wie intensiv und ja, wie leidenschaftlich macht man sowas. Ich für mich persönlich kenne keinen anderen Zugang, für mich ist es immer derselbe Zugang. Ich beschäftige mich mit dem Ort. Der Ort kann natürlich auf der einen Seite mal sehr stimmig, sehr schön sein, wie es vielleicht auf diesen Fotos dargestellt sein. Orte können aber auch einmal natürlich nicht so, scheinbar auf den ersten Blick nicht so attraktiv sein, aber sie haben jedes Mal das Potenzial, wenn man sie ordentlich untersucht, eben einem eine starke Basis zu geben für einen strukturierten Entwurfsgedanken. Und ähnlich wie es beim Ort ist, verstehe ich es auch bei der zweiten Komponente, und das ist mir eigentlich eine ganz liebgewonnene in mehrerer Hinsicht, das ist der Mensch. Das klingt vielleicht jetzt so ein bisschen komisch oder so, ja klar, mit dem Mensch, den hat man immer mit dem Boot oder so und das ist schwierig oder doch nicht und so, aber für mich ist das ganz essentiell, ist eigentlich eben diese Verschmelzung Ort und Mensch. Und beim Mensch ist es der Bauherr und der Handwerker. Das ist für meine Arbeitsweise ganz entscheidende Geschichte. Darum zeige ich eigentlich so symbolisch auch diese Fotos. Sind wirklich in den letzten 10 Jahren sind Personen so irgendwie bei uns mit dabei. Bauherren, für die wir schon das zweite oder dritte Mal was machen dürfen jetzt, und Handwerker, denen wir uns einfach bedienen. Wir haben im Büro, wir verzichten eigentlich gänzlich auf irgendwo so ein Material- oder Firmenarchiv oder Firmenordner, und bei uns gibt es eigentlich das nicht, dass man sich die Frage stellt, wenn man ein Bauwerk macht, machen wir das, haben wir heute Lust auf die Fassade und morgen auf was anderes oder so, sondern wenn wir Entscheidungen treffen, treffen wir sie, zum Beispiel Material- oder Raumentscheidung, treffen wir sie aus dem Ort heraus und wissen danach, wen wir eben kontaktieren, wenn es Fragen dazu gibt. Und ja, es gibt eben diesen Dialog, wie es hier zum Beispiel damals stattgefunden hat in der Krone in Hittisau, wo man sich gemeinsam an den Tisch gesetzt hat und eben diskutiert hat, zusammen mit dem Bauherr, wie man solche Sachen angeht. Das ist wirklich ein sehr schöner Fundus und vor allem ein sehr effizienter. Man macht sehr viel mit dem Telefon, man muss nicht irgendwo im Internet herumgoogeln und sich überlegen, ob das auch stimmt, was da drinnen steht, sondern es gibt halt zu so gewissen Themen wie zum Holz Ansprechpartner, denen man vertrauen kann und wo man wirklich weiß, ja, wenn es zum Beispiel ums Thema Holz geht, das ist nicht nur einer, sondern das sind 6, 7, und da weiß ich genau, von welchem ich welche Information auf schnellstem und bestem Wege gewinne. Und es ist, wie gesagt, eine Partnerschaft geworden, und ja, das macht wirklich auch Freude, und wir versuchen auch solche Leistungen jetzt ein bisschen, zum Beispiel gerade in die Schweiz ist das nicht ein großes Problem, das auch mit hinauszutragen. Das soll aber nicht heißen, dass es nur bei uns gute Handwerker gibt, das ist überhaupt nicht so. Ich spüre das auch jetzt gerade, wo ich in Tirol auch aktiv bin, dass es dort genauso, wie es überall ist, es gibt vielleicht weniger Engagierte und Engagiertere, aber man muss auf diese Menschen zugehen. Ich finde, es ist ein ganz großer Fehler, wenn man das nicht tut. Wir werden oft, wenn wir Gäste in Vorarlberg haben, damit mit der Frage konfrontiert, dass sie sagen, ja, bei euch ist ja das ganz einfach, weil ihr habt ja super Handwerker und dann geht das eh alles von selber. Das glaube ich nicht. Ich glaube, was in Vorarlberg richtig gemacht wurde, ist das, dass in Vorarlberg die letzten
20, 30 Jahre eben die Handwerker nicht wie das sonst in städtischen Bereichen oder ich höre das auch immer wieder zum Beispiel aus Frankreich oder so, dass das passiert ist, dass dort Handwerker wie Menschen zweiter Klasse behandelt werden und dann beschwert man sich, wenn man Arbeit zweiter Klasse bekommt. Und ich glaube, das ist ein großes Thema, was bei uns zu einem großen Teil nicht passiert ist. Es gibt natürlich auch Fehlentwicklungen, aber bei uns ist ein Handwerker eigentlich, man begegnet sich, also Architekten, Handwerker, Bauherren begegnen sich im Normalfall auf Augenhöhe und arbeiten zusammen und ich finde das eine unglaubliche Qualität und vor allem auch erleichtert es einem einfach den Arbeitsalltag. Ja, wir arbeiten einfach gern mit Holz, Beton, mit Stahl und Stein. Es sind vor allem wirklich diese grundlegenden Materialien, denen wir uns eigentlich wirklich versuchen, so intensiv zu nähern. Oder? Es ist nicht, also ja, man muss sich mit dem Holz wirklich lange auseinandersetzen, dass man annähernd da ein bisschen mitreden kann. Und bei den anderen Sachen ist es dasselbe, beim Stahl oder auch beim Stein. Und darum bin ich nicht jemand, der irgendwie die ganze Produktpalette bedient. Das sieht man auch bei unseren Bauten. Aber ich finde, ja, teilweise braucht es nicht mehr. Das ist einfach vor allem im Überblick. Da wohne ich da im Bregenzer Wald, arbeiten tun wir hier in Dornbirn. Und das sind die vier Projekte. Das erste, wie gesagt, ein sehr kleines Projekt, die Raumschicht Sütten. Das möchte ich Ihnen deshalb kurz zeigen. Ich habe es zwar letztes Mal auch gezeigt, das ist das Einzige, wo letztes Mal auch mit drinnen war, weil ich es ein ganz wichtiges Projekt finde, obwohl es klein ist, weil es einfach zeigt, wie wir mit unserem baukulturellen Erbe umgehen können oder sollten. Das zweite Projekt ist, und das dritte sind eigentlich aktuellere Projekte, die letztes Jahr abgeschlossen wurden, das Haus am Moor und ein Kindergarten in Bludenz und als letztes Projekt den Friedhof in Altach. Das Projekt Raumschicht Sütten, das ist ein Projekt in Hittisau im Bregenzer Wald. Für mich ist es drum ein wichtiges Projekt, weil es, wie gesagt, auch sehr viel mit diesen eingangs angesprochenen Themen zu tun hat. Ich finde, wenn man sich so ein Haus anschaut, es gibt im Bregenzer Wald natürlich sehr viele denkmalgeschützte oder schöne, vermeintlich schöne Bauernhäuser, da ist es selbstverständlich, dass man die im Prinzip herrichtet oder so. Es gibt aber weitaus mehr Häuser von der Sorte, wo ja, einfach sehr gelitten haben, sagen wir es mal so, wo einfach irgendwie nicht ganz so sensibel behandelt wurden. Das sind halt dann Holz, schon Eternitschindeln oben. Aber ich finde, dass sie nach wie vor unglaubliche Qualität haben, nämlich genau die, des Vorderbregenzer Wälder Bauernhauses, das alles kompakt in einem Volumen drinnen ist, wie man es hier sieht. Da gibt es ein Vorderhaus, da ist die Wohnung drinnen, in der Mitte ist die Tenne und dahinter ist der Wirtschaftsteil. Da ist unten ein Stall drinnen und oben ist die Heulege. Und bei dem Projekt war das so, dass der Sohn des Hauses, der ist mittlerweile irgendein führender Primar in Zürich, der hätte ganz leicht die finanziellen Mittel gehabt, sich irgendwo im Bregenzer Wald ein tolles Ferienhaus zu machen. Hier drinnen wohnt seine Mutter, die ist schon, glaube ich, annähernd 90 Jahre alt. Und er hat sich entschlossen, das nicht zu tun. Ich sage vielleicht auch so, er hat sich entschieden, angemessen zu reagieren und hat gesagt, ich will das nicht. Wenn ich nach Hittisau komme, möchte ich eigentlich bei meiner Mutter sein. Und ich, vor allem möchte ich jetzt mit diesem Projekt auch unser Elternhaus, obwohl es vielleicht, er hat sich am Anfang wahnsinnig schwer getan, weil er gesagt hat, ja, es ist schon ziemlich schlecht und nicht mehr ganz so schön und hin und her. Und er hat sich aber entschieden, eigentlich hier am Baustein zu setzen und jetzt ist dieses Haus eigentlich gerettet und das finde ich eigentlich sehr schön. Und wir haben hier in dem Teil, man sieht es gut auf dem Baustellenfoto, einfach eine kleine Wohnung eingebaut. Der Rest wurde nicht erneuert, es sind nur in der Wohnung vorne, so aus Komfortgründen, hat die Mutter auch einmal eine ordentliche Heizung gekriegt und der Rest des Hauses ist aber so geblieben. Und für mich steht das Projekt einfach auch dafür, dass man
dass es ein großer Fehler ist, unserer Gesellschaft und sehr vieler Bauherren, die sich solchen Projekten annehmen, immer nach diesem Perfektionismus zu streben. Ich sage es ganz ehrlich, natürlich mögen wir alle perfekte Dinge, auch ich mag perfekte Dinge, aber es gibt Situationen wie hier, wo es noch schöner ist, was perfekt ist, mit was gewachsen gegenüberzustellen. Und das ist einfach eine wunderschöne Sache. Und ich glaube, das ist auch eine Möglichkeit, wie man solche Bauten und nicht nur solche, generell einfach Altbauten erhalten kann, wenn man eben nicht diesen Anspruch hat, von vorne bis hinten alles durchdesignen zu müssen und sich für irgendwelche vermeintlich nicht so guten Situationen zu schämen. Ja, hier sieht man von dem, was ich geredet habe. Da ist jetzt schon eigentlich die Wohnung fertig. Vorne der Kopfteil nicht saniert. Da wohnt die Mutter. Ich finde unglaublich charmant. Man sieht, da ist einfach eine Liebe da, wie das gestaltet ist. Ob man das jetzt modern oder zeitgemäß findet oder nicht, das ist mir eigentlich egal. Ich finde es einfach schön. Und ich finde auch schön, wie da, klar ist es Mutter und Sohn, aber wie da Nachbarschaft gelebt wird, da geht die Terrasse raus und ja, die teilen sich einfach einen schönen Garten. Und ich finde auch schön, einfach wie der Johann sich entschieden hat, es gibt nur vorne hier dieses große Fenster raus und der Rest ist eigentlich so geblieben. Man sieht das schön hier in den Grundrissen. Vorne, hinten ist nichts passiert. Es ist hier so eingeschoben, also wirklich so reingebaut, wie halt der Bestand war. Nicht gleichförmig. Da gibt es also eine kleine Eingangsdiele. Da gibt es also eine Treppe runter, wo die Mutter nach hinten in den Stall hinein kann. Auch das finde ich wichtig, sowas. Es sind oft so Dinge, wo man am Anfang denkt, beim Bauen, die sind lästig und jetzt muss die da noch durchmarschieren oder so. Aber oft ist es genau das, was nachher eigentlich spannend wird. Oder? Wenn man sowas macht, und man sieht, wie sie da runterkommt, denkt man, ja, das funktioniert einfach super und ist auch schön. Und da profitieren beide davon, oder? Und wenn man das natürlich einfach nur abtrennt, dann kann sie nicht mehr nach hinten. Das sind einfach so einfache Sachen, die ich ja, irgendwie so lieben gelernt habe. Dann gibt es unten hier diesen Gartenraum. Unten haben wir bewusst einen Betonboden reingegossen. Einfach so, es ist so wirklich wie so eine Gartenhalle, wo man mit den Schuhen außen eingeht, orientiert sich hier heraus. Da gibt es so mit einer kleinen Treppe geht es denn hier nach oben. Oben ist schon ein privates Wohnen, ein Schlafzimmer und hier diese Zweigeschossigkeit. Das ist einfach wie so ein kleines Studio, ein kleines Atelier. Und hinten gibt es auch hier wieder eine Möglichkeit, so vielleicht eine nicht erwartete Möglichkeit, dass man hinten auch hier in diese Tenne raus kann. Das war dem Bauherr sehr wichtig, weil er ist leidenschaftlicher Pfeifenraucher und der begnügt sich nicht mit einer kleinen Raucherecke, sondern er will im Stadel drinnen rauchen. Und ich verstehe es auch, warum. Wirklich schön, das wird man nachher sehen. Das ist der Blick, wenn man vom Eingang, von der Eingangsdiele reinkommt. Hier dieser Betonboden, der Rest ist hier mit Holz ausgekleidet. Die Holzelemente mussten ja da alle händisch eingebracht werden. Das Dach war ja oben, nicht mit dem Kran. Hier eine Küche aus Massivholz. Es gibt einfach die Themen Küche, hier sitzen. Hier gibt es so, das heißt bei uns Kanapé, das ist so ein Sitzsofa im Essbereich. Das haben wir hier als ja, zeitgemäße Interpretation halt hier in dieser Nische gelöst. Und da geht es einfach raus in den Garten. Da sieht man das, so in Detailzeichnungen, dieses Kanapé. Und wenn man Zeit hat, macht man sowas sehr gerne, dass man sich genau solchen Sachen wirklich nachher doch detailverliebt annimmt, dass man solche Situationen, wie ich vorher gezeigt habe mit diesem Eingang, dass man die einfach noch mehr besetzt, weil nur einfach da irgendwo bündig was reinzuschnitzen und eine Liegefläche zu machen, ja, das ist schon schön, aber kann halt noch ziemlich wenig. Darum ist uns wichtig gewesen, da unten sind Schubladen drinnen, wo man noch eine Wolldecke reintun kann, da sind Stellagen drinnen für Bücher. Das ist mir immer wichtig, dass man solche Sachen auch ein bisschen reichhaltiger besetzt. Dann kommt man eben so mit so einer kleinen, schmalen Treppe, so ganz eine eigene Raumqualität, so ein bisschen geheimnisvoll, kommt man da rauf. Dann gibt es oben hier das private Wohnen. Man sieht, da gibt es keinen Steinboden mehr. Das ist nicht mehr so öffentlich wie unten, sondern einen ganzen feinen, sägerauen Boden. Und da ist dann alles in Holz ausgekleidet. Da gibt es einen
seinen Arbeitstisch vorne, wo er mit dem Laptop ein bisschen arbeiten kann in den Ferien. Und da sieht man im Schnitt, wie das so drinnen ist. Also das ist wirklich genauso rein formuliert, wo wir halt Platz haben, haben wir dann herausgebaut und so die Räume gemacht. Und da befinden wir uns jetzt, ich zeige das nochmal ganz kurz da, das muss ich zeigen, weil das ist mir wichtig. Hier kommt man rauf und genau an dem Punkt im Obergeschoss stehen wir jetzt, wenn wir da sind. Und da hat sich eben der Bauherr gewünscht, dass man in den Stadel raus kann. Und da schaut es denn so aus. Also einen Schritt weiter gibt es diesen Raum. Und in dem Raum haben wir eigentlich nichts gemacht, bis auf das, dass wir ein neues Stadeltor reingemacht haben, weil das alte, ja, das ist doch in die Jahre gekommen gewesen. Und wir haben zusätzlich noch ein bisschen belichtet. Und genau dieser Raum zeigt eigentlich ein bisschen diese Grundphilosophie von diesem Entwurf, nämlich der, dass es wirklich schön ist, einmal nicht alles fertig zu bauen, sondern einfach zu sagen, wir haben jetzt ein Stück weit was gemacht, das Ganze bleibt lebendig und der Raum ist einfach super, der ist vielseitig nutzbar. Da gibt es einfach auch mal die Gelegenheit, eine Tafel aufzustellen, ein kleines Fest zu machen. Der Nachbar kann im Winter seinen Anhänger reinstellen. Also es gibt einfach viele Möglichkeiten und ich glaube, es ist ein Fehler, für jeden Raum eine Funktion draufzusetzen und da könnte man ja und da muss man noch das machen und da schaut es vielleicht unordentlich aus. Ich finde, das ist genau das Tolle und das mag ich an dem Projekt. Gut, das war die Raumschicht Sütten. Das zweite Projekt, das ist ein privates Wohnhaus. Das nennt sich Haus am Moor. Ja, ich darf dazu sagen, das ist unser Haus, also das Haus von meiner Familie. Und ja, das ist ein bisschen eine längere Entstehungsgeschichte. Das ist bei unseren Projekten irgendwie normal, dass das nicht so schnell geht. Darum sind wir ein bisschen wenig investorentauglich. Die mögen das nicht so gern, wenn man so lange aneinander tut. Bei dem Haus, wir haben das Grundstück, das habe ich von meinen Eltern geerbt. Das ist so eine Feuchtwiese. Es ist nicht ganz so. Es ist schon idyllisch, aber vielleicht nicht ganz so, wie es da gerade auf dem Foto ist. Da hinten sind dann schon noch Häuser. Da ist eine kleine Siedlung aus den 70er Jahren. Und ja, da habe ich natürlich schon länger irgendwie Pläne geschmiedet, da was zu machen. Und wie das halt so ist, wenn man sich als Architekt das eigene Haus baut, ja, da überlegt man natürlich oft, ob das überhaupt was Gescheites ist, wenn man das selber macht. Aber es blieb mir unterm Strich nichts anderes übrig, weil ich kann sonst nicht viel, also ich bin handwerklich nicht wahnsinnig begabt und dann musste ich mich halt, ja, musste man zumindest einmal der Planerei annehmen. Und das haben wir auch dann gemacht und daraus ist eben dieses Haus geworden. Man sieht es hier, also da ist die Zufahrt, ich zeige es Ihnen nachher noch auf dem Luftbild besser, da ist der Siedlungsrand. Es ist ein Haus mit einem angegliederten Studio für, ja, mittlerweile sind wir zu viert und hinten gibt es ein kleines Studio. Und mir war halt wichtig bei diesem Haus, das, von dem ich vorher geredet habe, wirklich einmal ortgerecht zu werden und auch ja, den Menschen, sprich meiner Familie oder meinen Eltern, wo da in der Nähe wohnen, die uns großzügigerweise eben erlaubt haben, hier zu bauen. Da draußen darf man natürlich nicht mehr bauen, nur hier. Und auch war mir sehr wichtig bei dem Haus, wirklich von dem, was wir sonst auch reden und versuchen zu tun, von diesem sehr echten Bauen, sprich die Materialien sehr echt einzusetzen, dass wir das wirklich so von Grund auf hier beherzigen. Und das ist bei dem Projekt dann auch so passiert. Also, wie ich schon gesagt habe, es war eine längere Planungsphase und auch eine längere Bauphase. Wir haben über 2 Jahre gebaut, weil wir haben auch mit Freunden gebaut und diese Zusammenstellung soll Ihnen ein bisschen so ein buntes Bild zeigen, was bei einem Bauprojekt halt auch drinnen stecken kann. Also es kann wirklich was so mit der Familie Gelebtes sein. Also da haben wir alle stark davon profitiert und das hat eigentlich unglaublich, ja, unser Familienleben auch oder mit
meinen Brüdern und so, die mitgeholfen haben, auch geprägt. Wir hatten das Glück, dass meine Frau in Schwarzenberg relativ eine große Waldung hat. Und wir haben also das ganze Holz, wo für das Haus gebraucht wurde, außer die Außenfassade, die kommt nicht aus unseren Wäldern, aber alles andere kommt daraus. Wir haben dort 70 Fichten und Tannen geschlagen, ja, im Winter, natürlich bei richtigem Holzzeichen. Und ja, da hat man eigentlich erst einmal gesehen, was das bedeutet. Einfach doch wirklich nach 3, 4 Wochen den Wald aufräumen, alles zu organisieren. Aber mir war das sehr wichtig, weil ich eigentlich schon 2, 3 Mal Projekte mit einer Eigenholzbereitstellung gemacht habe, aber dann immer doch sehr viele Teile abgeben konnte. Das haben dann wieder andere organisiert. Und da ich habe schon vermutet oder schon gewusst, dass es sehr viel Arbeit ist, aber dass es so viel Arbeit ist, habe ich nicht gewusst. Aber es hat zwei Sachen bewirkt. Erstens, ganz banal gesagt, es hat uns Geld gespart. Einiges, und das war mir wichtig, eben mal zu überprüfen, ob das wirklich so ist. Und das ist so. Das geht natürlich nur, wenn man die eigene Arbeit nicht rechnet, das ist ganz klar. Und das Zweite ist, dass mir eben der Aspekt, der soziale Aspekt, unglaublich wichtig war. Und da war ich extrem positiv überrascht, wie toll das ist, wenn man die ganze Wertschöpfungskette bedient, weil man braucht für fast jede Aktion jemanden anderen, weil man braucht jemanden, der einem beim Schneiden, beim Fällen hilft, beim Ablängen, beim Transportieren, beim Trocknen, beim Sägen, alles. Und da lernt man, und das ist bei mir passiert, das halbe Dorf kennen. Und das ist eigentlich super. Und vor allem habe ich ganz, also zwei tolle Handwerker kennengelernt, die jetzt wieder meinen Pulk an Informanten wieder stärkt. Und das kann man natürlich nur, wenn man sich auf solche Experimente einlässt. Ja, so haben wir das Haus halt gebaut. Man sieht da ein paar so Versuche, architektonische Versuche. Es war uns immer wichtig, an der Stelle eher ein langes Haus zu positionieren, wo nicht in diese Feuchtwiese zu stark hinausgreift. Und das sieht man hier recht gut. Das ist eben dieses Siedlungsgebiet, 60er, 70er Jahre. Auch jetzt wurde da nochmal was gebaut. Und hier gibt es diesen Teil, das ist zwar da in Teilbereichen, ich glaube, da war so eine Widmung noch mit drinnen, und darum hat es die Möglichkeit gegeben, dass wir hier als Abschluss des Siedlungsgebietes noch ein Haus positionieren konnten. Und ich habe das auch so verstanden, und das war auch unser Übereinkommen mit der Gemeinde, dass, weil ich glaube, die Widmung ist auch in diesem Bereich, dass hier rückgewidmet wurde und unser Baukörper wirklich nunmehr den Abschluss des Siedlungsgebietes markiert. Darum auch ganz klar diese Haltung in diese Richtung. Man kommt hierher. Es gibt zwei unterschiedliche Räume. Es gibt so einen so einen Ankunftsraum hier, und es gibt diesen sehr schönen Raum, der sich hier eigentlich dort zum Wald und zum Moor hin aufspannt. Und darum gibt es hier so ein Durchgang, so etwas ähnlich wie ich es Ihnen beim ersten Blick gezeigt habe, so eine Tenne. Ich bin ja nicht jemand, der vielleicht ein bisschen zu wenig kreativ zum eigene Sachen zu erfinden. Bei mir ist eigentlich immer, oder bei uns ist so, dass wir eher finden statt erfinden. Also ja, ich habe halt das beim anderen Projekt gesehen und habe mir gedacht, das ist was Gutes. Also so eine Tenne möchte ich auch haben. Und wir machen das so wie beim Bauernhaus. Wir machen vorne den Wohnteil und hinten den Wirtschaftsteil. Und da geht halt was durch. Und das schaut dann im Modell so aus. Also eben, dass man hierher kommt. Da geht es durch. Das ist jetzt einfach so bei geöffnetem Dach. Ich mag das auch sehr gern. Ich baue drum gern Dächer. Also wirkliche Dächer, nicht Flachdächer. Wir bauen schon auch Flachdächer, wenn es sein muss. Das ist schon so. Aber oft baue ich gern Dächer, weil es für mich das ganze Flachdachthema schon ein bisschen so eine Verarmung ist. Ich baue gerade in einer ländlichen Gegend gerne ein Dach, weil man unter das Dach einfach unglaublich charmant wohnt, weil es sich schön integriert, gegen Wind und Wetter natürlich auch die richtige Ansage ist. Das ist jetzt so ein Blick, wenn man eben beim Eingang reinkommt, in diese Tenne, in diesen Raum, der ist 5 Meter breit, 8 Meter tief, immer das sind 40 Quadratmeter, das ist ein richtiges Außenzimmer. Und da gibt es vorne und hinten Schiebeladen,
die mit Einfachgläsern hier bestückt sind. Da kann man zuziehen. Das ist eigentlich ja, ein sehr schöner Allwetterraum, wo gerade auch von den Kindern stark frequentiert ist, nicht nur von uns, sondern auch von den Nachbarkindern. Und da geht eben hier dieser Steg dann raus. Und draußen, die Wiese bleibt also nicht kultiviert, es gibt nur hier ein Stück weit an Rasenstreifen. Im Grundriss gestaltet sich das folgendermaßen, eben man kommt hierher, hier gibt es so einen Eingangsplatz, da gibt es halt die Sachen, wo man beim Haus braucht, es gibt eine Garage, die Nebenräume, hier gibt es dieses Studio, man kommt hier bewusst, das ganze Haus ist 40 cm über der Erde, das war mir wichtig, dass man irgendwo hinaufgeht. Das ist so, wenn man im feuchten Terrain arbeitet, was normal ist, dass man eigentlich eher hinaufgeht wie hinunter. Man geht hier auf dieses Deck und kann hier geschützt eigentlich in dieses Studio gehen, diesen Wirtschaftsteil, und hier geschützt eigentlich in den Wohnhausteil. Was mir einfach immer wichtig ist, ist das, auch wie ich es eingangs bei diesem Eingangsfoto erwähnt habe, irgendwo nicht immer zu direkt sein, einfach ja, ich sag einfach eine spannende Wegeführung, irgendwo überall eigentlich ein Thema draus zu machen. Es gibt hier so Eingangsdiele, dann kommt man rein, kommt hier, das ist genau die Situation, von hier fotografiert, da sieht man eigentlich, wie es ins Obergeschoss geht, in die privateren Räume, und hier kommt man eigentlich so in den Küchenwohnbereich herein, einfach durch diese Umlenkung. Sobald man hier hinter dieser Wand steht, hat man hier eigentlich einen sehr schönen Blick auch durch das große Fenster in die Natur hinaus. Das Haus zur Konstruktion, das Haus ist massiv unterkellert. Es gibt in diesem mittleren Bereich hier diese dunklen Striche hier, das sind die Betonwände, und hier ist eine Betondecke drüber, das ist so ein Tisch aus Beton. Das ist mir eigentlich auch ganz ein liebgewonnenes Thema, irgendwie so ein Kernthema zu formulieren. Das mag ich sehr gern, ich finde den Beton halt innen richtig, weil innen bietet er mir Speichermasse, eine fertige Oberfläche, und nach außen ist mir der Holzbau eigentlich, der hochwärmegedämmte, sehr recht, weil dort muss ich eigentlich oder möchte ich zumindest recht gut gedämmt sein. Und ich finde es natürlich auch einfach eine schöne Kombination, diese also Holz gegenüber diesen massiven Bauteilen zu kombinieren. Beim Haus war uns wichtig, und das ist dann auch passiert, das kann man ja beim eigenen Haus wirklich einmal ordentlich kontrollieren, sonst muss man es ja immer anderen Leuten glauben. Beim Haus ist keine einzige Werkstoffplatte drinnen, es ist keine einzige Gipskartonplatte drinnen, es ist nur Holz und Beton und Glas natürlich und so, das ist schon klar. Aber es ist mir wirklich wichtig, das versuchen wir auch bei anderen Projekten, möglichst wenig Holzwerkstoffe, also die ganzen OSB-Platten, DVD-Platten, alle rauszukriegen. Aus einem ganz einfachen Grund, wenn man sich selber das Holz schneidet, gibt es wahnsinnig viel Seitenware, das sind die ganzen Bretter, wo außen sind. Wenn man das natürlich alles weggibt billig, dann rentiert es sich natürlich nicht. Wenn man aber das Haus statisch einfach konstruiert, die ganzen Seitenwaren, Bretter verwenden kann, das ist dort passiert im Holzelementbau, einfach außen, innen, diagonal die Verkleidungen, da braucht man wahnsinnig viel Holz dafür. Das ist natürlich billig, ökologisch und ja, einfach sinnvoll. Und wir werden zwar ab und zu gefragt, warum wir so normale Häuser machen, habe ich gerade unlängst wieder gehört, aber ich mache das halt drum, weil vielleicht kann ich mir das andere gar nicht leisten. Das mag vielleicht auch sein. Und das war mir wirklich ganz wichtig bei dem Haus. Mir war auch wichtig, irgendwo mit Handwerkstraditionen hier bei den Böden und bei den Sachen so zu arbeiten, dass ich stelle mir natürlich, und ich glaube, das sollte sich jeder, wenn er sich selber ein Haus baut, sich auch vorstellen, natürlich lebt man im Jetzt, aber irgendwann muss man so ein Haus auch sanieren und muss mal wieder irgendwo dazukommen. Ab und zu ist das schon während dem Bau so, dass einer mal in die Fußbodenheizung hineinbohrt oder sowas. Und ich mein, dann ist es natürlich toll, wenn man einen Boden hat, wo eben geschraubt ist und nicht geklebt. Und wir haben einfach 6, 7 Jahre im Bauernhaus gewohnt und das ein bisschen kennengelernt, wie toll sowas ist, wenn man irgendwo mal wieder was ausschrauben kann. Und wenn ich das teilweise heute sehe, was da geklebt und am Anfang gemacht wird,
da möchte ich mir lieber nicht vorstellen, wie man diese Häuser saniert. Und also bei uns ist wirklich fast alles geschraubt und ja, ich finde das sehr sinnvoll. Also das ist dieser Weg, wenn man da reinkommt, hier ist die Küche. Die Küche ist es sind alle Sachen, die hier am Beton anlagern, sind aus Ulmenholz gemacht. Ulme ist der, bei uns heißt Rüster oder das ist ein Hartholz, wo es leider nur mehr sehr selten gibt. Die Ulmen sterben ab. Es ist ein sehr schönes Hartholz. Es wächst eigentlich in direkter Nachbarschaft mit den Tannen. Und eben meine Holzfachmänner haben einmal gesagt, ob ich weiß, warum die so gut zusammenpassen. Dann habe ich gesagt, ja, weil so ein angenehmer Braunton ist. Und der Sohn sagt, na, die passen drum so gut zusammen, weil die stehen auch im Wald immer direkt nebeneinander. Die mögen sich gern. Dann habe ich gesagt, ja, okay, das ist auch vielleicht noch eine schönere Erklärung. Na, es sind einfach ein schönes Thema, diese heimischen Hölzer zu kombinieren. Es gibt hier diesen Stahlofen und der Wohnraum geht eigentlich unter das Dach. Das sieht man hier in der Schnittführung. Das ist der Schnitt durch den Wohnteil, hier der Schnitt durch diesen Durchgangsraum, diese Tenne und das ist hinten im Studio ein Schnitt. Also das Haus ist so 1,5 geschossig, hier oben sind die Schlafzimmer. Das ist mir eigentlich auch immer ein wichtiges Thema, gerade bei den Wohnhäusern, auch bei kleineren Häusern. Das ist natürlich ein etwas größeres Haus, aber auch bei kleinen Häusern sehr großzügig zu sein im Wohn-Essbereich. Ich kann da nur immer, weil ich die einfach öfter gesehen habe und die Begeisterung kann ich nicht leugnen, wenn man die Kästner, die Hauses gesehen hat. Das sind eigentlich wahnsinnig kleine Häuser, aber die haben unglaublich super kleine, wie auf Böttern geschnittene Nasszellen und Schlafzimmer, aber haben so unglaublich, ich glaube, das kennt jeder, so unglaublich schöne Wohnräume und das ist mir eigentlich auch immer wichtig. Ich mag das nicht in Einfamilienhäusern, dass man so Sonderthemen schnitzt und da ein Musikzimmer und da machen wir noch das, für die Frau noch ein Büro und so. Uns ist wichtig gewesen, wir haben 120 Quadratmeter Wohnfläche. Klar, es mag vielleicht ein bisschen übertrieben sein, aber wir hatten so viel Holz, mussten das verbauen. Und dafür gibt es halt kleine Schlafzimmer. Und wir zwingen uns da ein bisschen zu Familienleben, wenn man so will. Und das ist mir aber ganz recht. Das sind Bilder vom Aushub, wo wir ausgehoben haben. Das haben wir schon gewusst, dass da Ton rauskommt, also Tonerde. Und ich habe das schon mal verwendet. Es gibt in Vorarlberg einen Ziegelbauer, der tut für einen Lehmbauer wie für einen Martin Rauch, für Ofenteile Ziegel nicht brennen, sondern nur Luft trocknen. Darum sind sie eigentlich noch ohne braun. Der kann sie brennen auch, dann sind sie noch rot. Und ich habe diesen Ziegel schon mal verwendet und bin dann auf die Idee gekommen, wo hier der Aushub gemacht wurde. Jetzt müssen wir das alles wegführen. Für das muss man ja Deponiekosten bezahlen. Wir könnten eigentlich auch Ziegel für die Fußbodenheizung machen. Ich bin damit immer so ein Brocken hinausgefahren und der hat mir das angeschaut und hat gesagt, ja, der ist okay für das können wir machen und dann haben wir diese Ziegel gepresst aus dem gesamten Aushubmaterial, das sieht man hier glaube ich auch dann schön im Wohnraum, da werden die Schlangen der Fußbodenheizung drinnen gefahren und die Bretter dann einfach draufgeschraubt und so hat man eigentlich einen sehr traditionellen Bodenaufbau. Kreuzweise gerostet, Blindboden oben, dann hat dieser Ziegel und danach sind eigentlich wieder, ist die wieder mit Brett abgedeckt. Also ein bisschen arbeitsaufwendiger Fußbodenaufbau, aber ich finde technisch einer der besten. Das ist jetzt ein Bild im Raum im Obergeschoss mit Detailzeichnungen dabei, falls jemanden interessiert. Da sieht man, wenn wir Häuser machen mit Dach, dann machen wir halt auch gern sowas dazu. Ich meine, das ist heute nicht mehr so en vogue, das weiß ich, aber ich finde es einfach richtig, dass man beim Haus auch etwas Vordach macht. Ich bin nicht so ein Freund davon, von diesen
Sachen, wenn da das Holz so irgendwie auf die Fassade hinaufwandert, außer das ist halt einmal berechtigterweise eine Schindelentdeckung oder sowas. Das gehört ordentlich entlüftet und man sieht es hier, es sind also sehr große Dämmstärken drinnen, es ist aber alles ganz einfach, ein Holzständer mit Vollschalungen. Bei den Fenstern, da ist uns auch immer großes Anliegen, möglichst wenige Bleche zu verwenden, also die Fensterbänke sind aus Holz, die sind aus Lärche und auch diese Rahmen außen, ich verwende Holz-Alu-Fenster nur, wenn es notwendig ist. Schau, dass wir da möglichst wenig Aluminium verwenden und hier die Betondecke und diese Aufbauten. Das ist ein Bild draußen, so vom Wald kommend, im Spätherbst, wenn das Gras wieder geschnitten ist. Also das Gras wird nur einmal geschnitten, erst im Anfang September, wenn sich das schon vermehrt hat. Einmal ein Schnitt und hier sieht man unseren Außenbereich. Der ist mehr als groß genug und es gliedert sich halt so wirklich schön in diesen Naturraum ein. Das dritte Projekt, das ist ein Kindergarten, gebetet. Hier steht der Imam, da werden Gebete gesprochen, aber es geht relativ rasch. Eine Beerdigung im Muslimischen muss man sich so vorstellen, da ist immer Eile mit dabei, weil das muss alles schnell gehen. Es ist wichtig, dass eigentlich der Verstorbene schnell zu Grabe getragen wird. Und die Situation ist in Wirklichkeit eigentlich so, wie sie da auf dem Plan dargestellt ist. Das war ihnen unglaublich wichtig. Darum haben sie da gleich Ja gesagt, wo ich gesagt habe, da geht es noch so Umleitung. Weil sie haben gesagt, ja, bei ihnen kommen eigentlich immer ziemlich die meisten zu spät. Und schön wäre, wenn die von hinten da so herkommen, dass man es nicht sieht. Und für das funktioniert durch die Situation super, dass man da hinten noch so ranschleichen kann, auch wenn da schon das in losgegangen ist. Und da kommt man normal eigentlich dann einfach so auf den Friedhof. Somit habe ich den Raum eigentlich auch erklärt. Es gibt hier hinter diesem Aufbahrungsstein, dieser Stein heißt Musala Tasi, gibt es einen Hof. Da war anfangs gedacht oder gefordert, eine Rückwand zu machen. Ihnen hat dann, das ist denn oft so, wenn man meint oder man hat sich irgendwo bemüht, da vorne gibt es ja diese Ornamentik, die werden wir später noch sehen, die hat Ihnen dann so gut gefallen, dass Sie gesagt haben, das wollen wir da auch haben, aber ich wollte es da nicht haben. Und weil ich finde es natürlich nicht gut, da gleich wieder so ein Thema zu machen. Und wir haben dann hier einfach einen Hof als Bild gemacht hinten. Und das konnten Sie sich am Anfang gar nicht vorstellen, nur Bäume und so eine Betonwand da hinten. Aber also jetzt gefällt es Ihnen sehr gut und es ist auch einfach eine schöne Situation, wenn hier der Imam steht und hinten gibt es eigentlich Natur oder ein bisschen Architektur so als Hintergrund und nicht diese Ornamentikwand. Dann gibt es dann nochmal einmal einen Weg, also muss man nochmal Meter gehen. Da gibt es einen Andachtsraum. Das ist noch ganz wichtig. Die ganze Anlage ist ja eigentlich sehr pragmatisch konzipiert. Das ist mir wichtig gewesen. Erstens ist das natürlich mein Zugang. Ich habe auch bei dem Projekt endlich immer versucht, wenn ich darüber nachgedacht habe, wie lege ich da meine Strategie an, da habe ich mir immer gedacht, ja, ich muss das halt so machen, wie ich halt sonst auch arbeite. Ja. Handwerklich betont, so ja, mit meinen tradierten Mitteln. Und das haben sie eigentlich auch immer sehr geschätzt. Oder? Sie haben eigentlich zu mir einmal gesagt, so auf der Art, das hat mich eigentlich sehr gefreut. Ich habe natürlich gerade am Anfang immer wieder so Feedback gebraucht von den Verantwortlichen, so, weil die haben nie was gesagt, das ist dann irgendwie auch schlimm. Oder wenn man dann immer irgendwie denkt, passt das schon, dann haben sie mir mal gesagt, Bernardo, bitte frag nicht mehr, wir sind Vorarlberger Muslime. Wir mögen das, wie du das machst, so auf der Art. Also wir verstehen das schon und das hat mich eigentlich unglaublich bestätigt. Also ich habe mir irgendwie gedacht, sie sind anders und darum frage ich da immer nach. Und dabei haben sie gesagt, du, wir sind Vorarlberger, wir mögen das, also bitte mach weiter. Und das war für mich eigentlich eine sehr schöne
Bestätigung und so haben wir eigentlich das Projekt dann auch finalisiert. Also da hinten gibt es noch diesen Andachtsraum, da bin ich kurz abgeschweift. Andachtsraum und diese Ornamentik sind eigentlich, wenn man so will, die einzigen und vielleicht die Farbe des Friedhofs, das sind die Sachen, wo so versuchen, subtil zu zeigen, dass da was anderes passiert. Mir ist sehr wichtig gewesen, einfach, pragmatisch, übersichtlich zu agieren, aber auch dieses Thema des Islam nicht zu verleugnen. Also das ist mal ganz wichtig gewesen. Darum gibt es das. Und ich finde unglaublich sympathisch, wenn jemand sagt, er ist da vorbeigefahren und ist das das mit den roten Mauern oder ist das das mit den, da ist so ein bisschen so Holzornamentik oder so. Ich finde das genau so wollte ich es eigentlich haben, dass die Leute irgendwie nicht sagen, ja, da ist irgendwas Störendes da hinten, sondern das ist so subtil, es sind so subtile Aussagen, wo man denkt, ah ja, ich glaube, das funktioniert so. Das ist jetzt dieser Blick, wenn man vom Eingang hereinkommt, von dem habe ich eben vorher gesprochen. Das ist dieser Andachtsraum und das ist dieses, wenn man so will, Bild, wo hier der Vorbeter dann steht. Konstruktiv ist es eine ganz einfache Sache, so mache ich es immer am liebsten. Alles einfach in einem durchbetoniert, Boden, Wand, Decke. Und ist natürlich auch hier ein Stückchen einfacher von dem her, weil man nur in manchen Räumen in der Kapelle und in den Waschräumen bauphysikalisch was berücksichtigen musste. Also ja, da ist halt leider, kann man sowas nicht immer machen, gerade bei uns nicht, wo es halt warm und kalt ist. Aber das ist natürlich einfach schön, wenn man da betoniert, weil man kann das einfach irgendwie in einem Guss machen und ich glaube, das hat einfach eine besondere Qualität. Hier sieht man diesen Weg dann zum Andachtsraum und hier diesen, wenn man so will, subtilen Filter zwischen innen und außen, diese Holzornamentik. Und das Schöne an dem Element ist eigentlich das, und das ist eigentlich auch eines der Hauptthemen in der islamischen Architektur. Islamische Architektur wird relativ schnell einmal verknüpft mit so überfrachtet und viel Ornamentik und überladen. Das ist es eigentlich überhaupt nicht. Ich habe natürlich die Gelegenheit genutzt, nach Beauftragung doch Reisen in die Türkei zu machen und mir auch sehr viele Sachen anzuschauen. Und ich bin immer mehr drauf gekommen, dass der Grundsatz der islamischen Architektur ist eigentlich einmal zuerst eine starke Innenraumbezogenheit und dann auch ganz stark dieses Thema des Lichtes, der Materialität. Und auch da haben wir einfach versucht, mit dem Licht zu arbeiten, weil sehr schön ist eigentlich nicht die Ornamentik. Die Ornamentik an sich hat natürlich auch eine Qualität, aber ist genau eben, wie sie hier mit dem Raum spielt, wie sie das Ganze eigentlich erst zur Architektur macht. Und das ist halt im Frühling, das ist so eine Frühlingssituation, anders wie im Sommer, da geht nämlich das Licht einmal bis rein, im Herbst sogar hier bis an die Wand. Und das finde ich gerade beim Friedhof sehr schön, wo ich öfter hingehe, dass eigentlich diese Eingangssituation eigentlich jedes Mal sich ein bisschen anders präsentiert. Und das ist jetzt die Situation des ersten Grabes. Das also ist tatsächlich das erste Grab. Das ist der tragischerweise ein Kindergrab. Also das ist hier dieses, da, man sieht es, da ist das Pflanzenfeld noch nicht bewachsen, das ist noch vor der Eröffnung gewesen, wurde hier bestattet. Also hier wachsen jetzt Pflanzen, hier gibt es diese Mauerscheibe und in dem Bereich von den Grabfeldern sind hier immer die Kindergräber. Und ja, wo ich das gesehen habe, klar, da habe ich mir gedacht, wäre noch schön, wenn hier schon was passieren würde, aber man sieht schon, es ist eine etwas beschützte, empfangende Situation, wie sich hier dieses kleine Grab da einmal zumindest angliedert. Und ja, so hoffen wir, dass das jetzt auch gut funktioniert. Es gibt jetzt einen Belegungsplan auf dem Friedhof, wo eben das verhindern soll, dass das irgendwie so kontinuierlich wächst, dass die Gräber ein bisschen springen. Es lagern sich hier wieder welche an und dort. Das ist auch sehr wichtig für die Gemeinschaften, dass es hier fixe Zuweisungen gibt, weil es ist überhaupt nicht gewollt, dass sich irgendwo Gruppen abbilden und es gibt einfach ganz strikt diese Vorgaben. Und das funktioniert auch super, es funktioniert auch drum super, weil es gilt hier die Friedhofsordnung von Altach.
einfach genau dieselbe wie beim Ortsfriedhof und die wird dann eigentlich auch problemlos akzeptiert. Also Friedhofsordnung heißt einfach das. Das ist auch noch, ich glaube, nennenswert. Das ganze Projekt hat dann eigentlich mit der Zeit Formen angenommen, wo ich mir dann gedacht habe, da muss man jetzt aufhören. Das ist so, am Anfang ist es schwierig, so ein Projekt loszutreten und wenn dann manche sehen, das wird gut, dann ist man dann ein bisschen überengagiert. Das ist in die Richtung gegangen, dass wir konfrontiert wurden und gesagt haben, wir sollten 3 oder 4 Vorschläge bringen für Grabgestaltungen oder so. Und ja, das haben wir natürlich wirklich sofort verneint, weil das soll es nicht sein, dass hier nur 3 Steine verwendet werden dürfen oder sowas. Ich finde, wir haben da einen pragmatischen, glaub, reduzierten Rahmen gegeben, durchaus auch mit Atmosphäre, hoffen wir, aber hier soll sich eigentlich die Individualität widerspiegeln, darum gelten dieselben Grabvorschriften wie im Alltag. Das Einzige, was wir gemacht haben, das habe ich aber jetzt nicht auf meinem Foto, ist, wir haben im selben Beton einen Grabring zur Verfügung gestellt, das ist einfach eine Hilfestellung, gerade am Anfang, weil sich viele einen Grabstein nicht leisten können oder wollen und die anderen dürfen in einer Breite und Höhe, wie es eben auf dem Ortsfriedhof ist, hier ihre Grabstätte gestalten, wie sie wollen. Ich finde es auch drum vor allem ganz wichtig, weil gerade auch hier in der Arbeitsgruppe dann Themen waren. Es ist zum Beispiel am Anfang, ich kann mich gut erinnern, haben wir gesprochen darüber, dass wir natürlich, weil ich schon mal einen Friedhof gemacht habe, weiß ich, dass man sowas braucht, dass man eine Containernische braucht für Blumenabfälle, für Kerzenabfälle. Dann haben sie gesagt, die musst du nicht machen. Wir haben sie trotzdem gemacht, weil ich mir gedacht habe, die kann man unauffällig hinten mitmachen. Wir machen sie, vielleicht brauchen wir sie mal. Und man sieht hier, das erste Grab, da war eine Kerze oben und da waren Blumen oben. Und also die eigentlichen Kenner der Szene sind irgendwie dann doch wieder so weit weg gewesen, dass sie das unterschätzt haben. Und ich sehe es jetzt auf dem Friedhof. Die Leute sind, das kann man nicht mehr so einfach bestimmen und sagen, ihr dürft aus traditionellen Gründen eigentlich keine Kerzen nehmen oder keine Blumen. Ja, die Leute sind irgendwo anders angekommen jetzt und machen das einfach. Und das ist auch in Ordnung so. Und darum soll es ja auch ganz individuell weitergehen. Das ist uns wichtig. Das ist der Bild vom Tag, als wir die Anlage übergeben haben. Das ist der Gottfried Brändle, der Bürgermeister. Und für mich war der Tag eigentlich ein Stück mal emotional spannender wie die Eröffnung selber, weil da sind wirklich die Menschen gekommen, die eigentlich das lange ersehnt haben und darauf gewartet haben. Dort der Bürgermeister erklärt, wie das funktioniert, wie die Grabgebühren sind und. Und ja, es sind manche Leute auch manche persönlich auf uns zugekommen, aber man hat einfach generell wirklich gespürt, ja, dass man da gemeinsam mit allen Verantwortlichen was Gutes getan hat. Und also dieses Gefühl dort, das hat mir mal persönlich weit mehr gesagt, wie wenn man sonst von jemandem auf die Schultern geklopft kriegt und sagt, ja, das habt ihr schon gut gemacht. Also das ist irgendwie einfach wirklich eine schöne Sache gewesen. Wir sind bald beim Ende. Das sind jetzt noch ein paar Sachen hinein, auch in diesen Andachtsraum. Das soll auch nochmal ein bisschen zeigen, wie wir an dem Projekt gearbeitet haben. Das ist diese Ornamentik. Das ist so in den Beton hinein, also es ist ein Loch im Beton drinnen, ein großes. Und ich habe das immer so verstanden, das ist so wie eine Einlegearbeit, so ein Holzintarsie, wo hier in dieser Wand drinnen sitzt. Und wir haben das Glück gehabt, dass wir einen Kunsthistoriker in unserer Arbeitsgruppe haben und haben uns halt einmal so mit grundlegenden Ornamentiken beschäftigt. Das ist keine, wie ich vorher schon gesagt habe, wir finden nichts, erfinden nichts, wir finden es nur. Das ist kein Muster, das wir erfunden haben, aber die ganzen traditionell islamischen Muster basieren so auf ganz einer einfachen Grundgeschichte. Es ist bei ganz vielen hier dieser achteckige Stern, der islamische Stern im Zentrum, und wir haben das einfach versucht zu reduzieren, dieses Muster gemeinsam,
und dann baubar zu machen. Und das mit dem baubar machen, das war halt so eine Sache. Das hat mich einige Nerven gekostet. Zuerst haben wir mal irgendwie versucht, das auf 11 Teile hier zu reduzieren. Man sieht, die sind einfach zweiseitig eingeschnitten. Die ganze Arbeit ist aus Eiche gemacht. Und danach haben wir aber jemanden zuerst finden müssen, der uns das macht. Und da haben wir sie dann gefunden. Das sind Zimmerer aus Wolfurt, die haben so eine spezielle CNC-Fräse und die haben uns diese Teile gefräst und dann gefügt. Also da ist nichts geschraubt und verklebt, das ist alles nur ineinander gekeilt. Das ist der Mockup vor Ort, wo wir mal ein Stück betoniert haben und das mal ausprobiert haben. Also die Sachen sind hier, man sieht das ganz leicht, vielleicht von der Weite, mit 2 Nuten noch gefräst, außen mit 1 Nute. Das ist mir auch wichtig, beim ganzen Friedhof gibt es ganz fein, subtil. Das Thema außen ist ein bisschen rauer, auch mit den Betonschalungen und innen ist das glatter, das Ganze. Und das spielt sich eigentlich hier, ist das Muster noch ein bisschen feiner bearbeitet, wie es außen ist. Und ja, das hat dann zum Glück doch noch funktioniert mit dem Muster und ist dann in der Art auch eingebaut worden. Und beim Andachtsraum, dort war mir sehr wichtig, zur Anlage passend einen sehr einfachen Raum zu machen. Wie schaut ein einfacher Gebetsraum aus? Ich habe eigentlich bei meinen Fahrten in der Türkei, also da ist zum Beispiel ein Beispiel aus, ich glaube, das ist in Penzberg, in Hamburg, in der Moschee, das ist so ein ganz klassisches Michrab. Michrab ist Gebetsnische in einer osmanischen Moschee. Und das habe ich in Ankara entdeckt, das ist die Moschee der türkischen Nationalversammlung. Und wo ich da drinnen gestanden bin, das hat mich unglaublich fasziniert, wie da die Männer am Boden sitzen. Man hat sie eigentlich nicht erkannt, sondern nur so dunkle Gestalten und die Schatten. Und das kommt natürlich, weil hier vorne das Licht drinnen ist und das so rauskommt, dass ich mir gedacht habe, ja, so in die Richtung könnte es gehen. Also das finde ich ganz ein schönes Motiv. Und unser Raum, also man sieht hier einmal so erste Überlegungen, so Versuch, wir machen ja sonst wenig Renderings, aber für solche Sachen, das kann man halt nicht gut im Modell bauen. Und da haben wir versucht, das einmal darzustellen. Das ist noch eine ganz schöne Referenz, Weiße Moschee in Visoko. Da sieht man auch, glaube ich, sehr gut, dass islamische Architektur nicht unbedingt immer mit was Überladenem zu tun haben muss. Ist ein unglaublich schönes Beispiel, habe ich persönlich leider noch nicht gesehen, aber kenne einige Fotos dazu. Und wir haben eigentlich auch versucht, einen ganz einfachen Raum zu machen. Vorne ist ein großes Loch drinnen, ein großes Fenster, Richtung Mekka orientiert. Das habe ich vielleicht vorher zu wenig zum Ausdruck gebracht. Die ganze Anlage liegt eigentlich drum, wenn man so will, so schräg drinnen, weil sie Richtung Mekka orientiert ist und dieser Raum eben auch. Und in dem Raum haben wir dann zum Glück Unterstützung bekommen von einer muslimischen Künstlerin, von der Azra Ajamia. Azra hat in Graz studiert, sie ist kommt aus Sarajevo gebürtig und zum Glück haben wir, sie war einmal auf einer Minarett-Diskussion in Vorarlberg, das war unser Glück. Ist irgendwie doch noch gut, dass man einmal über das Minarett diskutiert hat bei uns, weil sonst hätte ich sie nicht kennengelernt. Und auch über die Marina Hämmerle haben wir dann Azra bei uns mit ins Team bekommen und das war sehr gut, weil diese Themen, das ist genau ihr Metier, sie ist auch Textilkünstlerin und hat diese zwei Arbeiten gemacht, nämlich diese Teppicharbeit und hier diese Michrab-Wand, diese Gebetswand. Und wir haben also zusammen hier diesen Raum gestaltet. Ganz ein einfacher Raum. Man kommt hier ganz seitlich rein. Das ist ziemlich spannend, weil da wird man mal richtig zusammengequetscht da drinnen. Da tut man, das ist der Raum, wo man das so mit einer Kokosmatte ausgelegt, da werden die Schuhe ausgezogen und dann kommt man ganz seitlich im Raum rein. Und
das Schöne an der Arbeit ist das, dass sich eigentlich die Arbeit so generiert. Wenn man hier seitlich steht, dann hat man hier noch keine Durchsicht. Und erst wenn man so in die Mitte des Raumes tritt und vor allem wenn man dann zum Boden geht, dann hat man erst die Durchsicht durch diese Schindelwand. Und das ist eigentlich das sehr Spannende. Und wie sich das im Raum generiert und auch hier diese Kalligraphie, die sie eingearbeitet hat, das heißt Muhammad und Ali, generiert sich eben im Raum. Die Arbeit besteht aus 4 Vorhängen. Das sind Metallvorhänge, wo von der Decke hängen. Einer hier, einer hinten und ein kleiner, kleiner vorne. Und ihr Ansatz war das, diese Vorhänge mit Schindeln zu besetzen. Schindeln deshalb, weil es ganz ein traditionelles Vorarlberger Baumaterial ist. Und es wäre wichtig, hier diesen Link zur Vorarlberger Baukultur zu machen. Und darum sind die Sachen, ist der Vorhang mit den Schindeln besetzt. Auch das ist ähnlich wie es bei der Ornamentik war, viel leichter gesagt, gerendert und überlegt. Das war unglaublich schwierig, das zu bauen. Also das ist die Asra hier. Da musste ich wirklich auf den allergrößten Spezialisten zurückzugreifen. Das ist mein liebster Schlosser, der Josef Eberle in Hittisau. Also wenn man gar nicht mehr weiter weiß, muss man zu dem gehen, weil der kann wirklich fast alles und der hat auch das hingebracht. Obwohl er, wie gesagt, und das ist eigentlich das Schöne, wenn man so ein Handwerker, der könnte jetzt sagen, was willst du mit den komischen Schindeln, ich bin Schlosser. Aber der hat es trotzdem gemacht, weil er einfach einen Sinn dahinter gesehen hat und ja, weil es ihm Spaß gemacht hat. Da sieht man hier den Mockup einmal, wie man das in der Halle aufgehängt haben. Das größte Problem war natürlich einfach das, die Schindeln sind nur gebohrt und mit Stahlstiften ineinander gesteckt worden, dass sich das natürlich hier nicht verdreht. Weil wir wollten das nicht nach unten abspannen, dass das wirklich nur von oben hängt, das Ganze. Da sieht man einmal erst die Bemusterungen, wo mit Farbe probiert wurde. In Wirklichkeit sind dann diese Schindeln hier anders behandelt worden und die Stirnseiten sind mit Blattgold versehen, was dort in der Kalligraphie noch eine ganz schöne Veredelung gibt. Das sieht man da, da sind die Materialien abgebildet, die Wände sind Wendedecken sind mit Brettern ausgeschlagen, das sind Bretter, wo wir vom Betonieren noch hatten, auf der Rückseite, die wo gut waren, diese Bretter haben wir mit so einem speziell selbstgebrannten Kalk. Da gibt es ein Handwerk in Vorarlberg, wo Kalk selber brennt. Die sind mit dem so abgerieben worden. Drum dieses Weiß. Uns war wichtig, einen weißen Raum zu machen, einen sehr neutralen Raum. Am Boden liegt diese Teppicharbeit. Die wurde von muslimischen Flüchtlingsfrauen gemacht. Diesen Kontakt hatte Asra. Das ist eine ganz schöne Arbeit aus Baumwolle. Und das Schöne ist eigentlich, wie man es hier auf dem Muster sieht, das geht von hell nach dunkel und das Schöne ist, dass das Helle dort eingesetzt ist, wo es heller ist und nicht eben umgekehrt, weil normal würde man ja hinten, weil es im Raum hinten dunkel ist, das Helle verwenden. Ihr war es wichtig, vorne das Helle zu verwenden, um das noch einfach zu überzeichnen, das Ganze, dass es noch ein stärkerer Verlauf nach hinten gibt. Hier sieht man die Schindel. Und hier als, einfach als Referenz, das wurde nicht so eingesetzt, aber es wurden nur hier diese Stirnseiten noch mit einem Blattgold belegt. Das ist der fertige Raum. Ich glaube, da sieht man das jetzt sehr schön, von dem ich gesprochen habe. Hier diese groben, ganz grob geschnittenen Bretter, wo gekalkt wurden. Hier dieser Boden, der wurde extra zweimal unterfüttert, dass man wirklich reingeht. Das ist nicht ein normal weicher Boden, der ist extra weich. Das ist auch ganz schön so. Also da geht man wirklich gern eben an den Boden. Das war uns wichtig. Hier eingenäht in den Teppichen sind noch solche kleinen Striche. Ist sehr wichtig. Ich glaube, so spürt man auch ein bisschen die Dimension des Menschen, wo hier eben ein Platz zum Beten ist. Und das ist hier dieser Schindel-Michrab. Und wo der Herr jetzt steht und dann zu Boden geht, dann hat man hier eigentlich, er hat hier das jetzt schon, aber gerade wenn er zu Boden geht, hat er hier einen sehr schönen Blick auch hinaus, eben in diese, in dem Fall
unverbaute Landschaft, weil da hinten, dort ist ja der Friedhof auch hauptorientiert, ist eigentlich ein sehr schöner Naturraum. Das ist dieser Raum, ganz eine einfache Beleuchtung. So in den Moscheen waren es früher die Kerzen, da sind es ein paar Glühbirnen. Und das ist hier dieser Weg zur Kapelle. Eben vom Andachtsraum geht es hier zur Kapelle. Gibt es eine schwere Eichentür und dort geht es dann rein in diesen Andachtsraum. Ja, ich wäre am Ende angelangt und bedanke mich recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Danke. Ja, vielen Dank für diesen sehr aufschlussreichen und vor allem sehr sympathischen Vortrag und so dein Vorhaben von deiner Persönlichkeit etwas preiszugeben. Das ist wunderbar aufgegangen und du hast wieder mal gezeigt, dass du die Menschen magst und deswegen lasse ich die Menschen auf dich gleich los. Wenn jemand Fragen hat zur Arbeit von Bernardo Parra, obwohl er wirklich sehr gründlich erzählt hat, wie er es angeht, dann würde ich Sie bitten, das jetzt zu tun. Niemand. Ich nehme an, die Leute fallen nachher über dich her. Ich meine, was mich noch interessiert, du warst in Zwischenwasser im Gestaltungsbeirat und jetzt auch in Andelsbuch, hat es auch damit zu tun, dass du dich gern mit den Leuten in deiner Gegend auseinandersetzt, weil irgendwie, es kostet ja auch Zeit, oder was ist dann dein Selbstverständnis, dass du das auch noch dazu machst, weil du bist ziemlich gefordert, denke ich, in deiner Arbeit. Ja, das mit den Gestaltungsbeiräten ist mir und sehr vielen Kollegen von mir in Vorarlberg drum sehr wichtig, weil es einfach ein sehr wesentlicher Beitrag zur Baukultur ist. Natürlich ist es vordergründlich einmal zeitaufwendig und vielleicht auch ein bisschen lästig, weil man muss natürlich ab und zu Nein sagen und auch bei meinen Kollegen einmal oder bei Leuten, die man vielleicht sogar noch kennt. Aber ich finde es sehr wichtig, ein Gestaltungsbeirat, muss man sich so vorstellen, ist nie jemand, wo, es gibt einen sehr guten Spruch über einen Gestaltungsbeirat in Vorarlberg. Das ist nämlich der, man sieht einer Gemeinde nicht an, ob es einen Gestaltungsbeirat gibt, man sieht nur, wo es keinen gibt. Oder? Und das ist eigentlich, glaube ich, also man muss sehr realistisch sein mit seinen Zielen. Man kann jetzt da nicht groß Architektur bewirken oder was speziell fördern. Das Einzige, was wir bewirken können, ist, dass einfach Architektur ein Thema ist, dass Gestaltung ein Thema ist, dass ein Thema ist, zum Beispiel im Bregenzer Wald, und bin ich auch in Andelsbuch zum Beispiel noch sehr gerne im Gestaltungsbeirat, weil mir ist es ein großes Anliegen, wie gehen wir mit unserer alten Bausubstanz um, dass man bei jedem Gespräch, wenn welche kommen, wir machen auch da speziell für Leute, die alte Häuser haben, so eine Bauherrenberatung vorab, die kommen und haben noch keinen Plan, das ist super, weil dann kann man sie noch am besten abholen, oder? Und berät sie einfach, wie könnten sie mit dem Haus umgehen, oder? Gibt es da fixe Sprechtage oder so? Oder da gibt es fixe Sprechtage, ja, genau. Oder? Also das sind eigentlich so die vordergründigen Ziele, immer Gestaltungsbeirat, und es ist vielleicht noch das, dass man halt ja wirklich gute Architektur fördert und schlechte halt, darf man vielleicht nicht so offen sagen, aber dass man die ein bisschen blockiert. Also das machen wir schon und gern. Okay, danke. Im Gegensatz zum kleinen Ich bin ich von der Susi Weigl, das sehr lang suchen musste, wer es ist, weißt du das, glaube ich, ganz genau. Ich wünsche noch alles Gute. Danke. Danke. Franziska. Danke.